Grüß Gott miteinander. Ich darf euch begrüßen auf dem Bechtelhof, hier direkt aus dem Kuhstall. Ich bin der Rüdiger Bechtle, bin der Junior. Wir sind hier im wunderschönen Tübingen, direkt in der Stadt. Ja, wir haben hier den Betrieb seit über 200 Jahren in Waldhausen. Und unsere Schwerpunkte ist neben der Außenwirtschaft, dem Ackerbau, Grünland und Streuobst, ist die Milchwirtschaft. Also wir haben Milchviehhaltung. Und Direktvermarktung haben wir noch dabei. Und aus den Streuobst, wie vorher erwähnt, produzieren wir noch unseren eigenen Schnaps. Und das ist so grob unser Betrieb. Für uns ist ganz wichtig die regionale Vermarktung. Deswegen verkaufen wir ja, seit 50, 60 Jahren Milch und Produkte, die wir selber anbauen oder auf anderen Betrieben zukaufen, direkt. Früher noch unter der Treppe, mittlerweile natürlich im Hofladen, genauso wie seit über 15 Jahren im Automaten die Milch. Zapfstelle hat 24/7 offen, genauso wie die Regiomaten nebendran, wo wir regionale Produkte verkaufen. Unser Getreide, expliziter Dinkel, vermarkten wir über die Tykorn-Schiene. Das heißt, Leute, das sind regionale Landwirte, eine regionale Mühle und verschiedene kleine Bäcker, wo dann das Mehl, was hier auf den Feldern wächst, auch im Kreis Tübingen vermarktet wird. Ja, hier im Kuhstall, wo wir gerade sind, setzen wir zu 90-95% eigene Futtermittel ein. Wir produzieren unsere eigene Grassilage, eigene Maissilage, Heu, Stroh. Die Getreide verfüttern wir, produzieren wir selber. Wir haben seit über 10 Jahren Soja im Anbau, was wir unsere eigenen Kühen füttern. Das bedeutet, wir kaufen kein Soja aus Übersee zu. Zudem produzieren wir auch Soja für den Markt. Das heißt, alle, die Fleischersatzprodukte wollen etc., brauchen ja auch eine Quelle. Dazu produzieren wir auch Soja. Wir nutzen auch hier auf unserem Hof sämtliche technischen Fortschritt. Wir haben hier im Kuhstall, setzen wir auf Digitalisierung und Arbeitserleichterung durch Melkroboter, durch Reinigungsroboter, so die ganze Software, wo dahinter steckt. Im Ackerbau setzen wir auf GPS verstärkt, das heißt teilflächenspezifische Düngung und Pflanzenschutz. Bedeutet nur, jeder Quadratmeter bekommt nur so viel Dünger und Pflanzenschutz, wie er auch wirklich benötigt. So können wir effizient arbeiten und können gleichzeitig die Umwelt schonen.